Herr Intendant, jetzt haben Sie auch das zweite Programm in Angriff genommen, den IPS. Wie hat sich das dieses Jahr gestaltet und auf was haben Sie besonderen Schwerpunkt gelegt? Also es ist immer so, dass ich mir keinen Schwerpunkt antue a priori bei einer Programmaussuchung. Ich habe mir die Latte lag ziemlich hoch, weil ich habe das Glück gehabt, dass die erste Ipsiade, also die 2015, die 27. in dem Fall die erfolgreichste war von allen Ipsiaden bis jetzt, sowohl pekuniär als auch von Publikumsakzeptanz. Ich habe erreicht, dass sehr viele Leute aus dem Einzugsgebiet Ips, also quasi die Einheimischen, wieder gekommen sind. Und da lag und liegt die Latte noch immer hoch, aber auch die zweite Ipsiade, also heuer 2016, die am 1. April von Josef Hader eröffnet wird und gleich darauf gibt es den Watzmann in Ips in einer etwas verkleinerten, aber weil es auf der Bühne nicht anders geht, Form, aber es ist der Original Watzmann mit Ambros. Also auch der Herr Intendant auf der Bühne? Auch der Intendant auf der Bühne, allerdings in Kostüm, vielleicht gar nicht mehr erkennbar. Also Ambros mit Band, Eberhardinger, Felbel, Prokopetz etc. spielen den Watzmann 1:1 durch. Das sind so, also nicht nur, dass sie nicht die Highlights, beim Schluss spielt der Viktor Gernot, dazwischen spielt der Peter Cornelius. Ja, das führt mich gleich zu dieser Frage. Diese heurige Ipsiade ist sehr musiklastig, wenn auch kabarettistisch aufbereitet. Ja, jetzt, wo das so erwähnt wird, fällt es mir auch auf, dass sehr viel Musik ist. Es ist ja auch Strobel und Steinböck mit Ramsamsam, auch Musikkabarett. Aber egal, wir haben wunderbare rein Verbalkünstler, wie gesagt, den Josef Hader. Wir haben aus Deutschland den Ingo Appelt, der böse, käppelnde und sich nichts scheißende, wenn ich das so volksnah sagen darf, Ingo Appel. Wir haben den politischen Urban Priol, der Mann mit den ausufernden Haarkranz etc. Wir haben Stipschitz Rubei, ist auch ein Theaterstück. Eines ist mir noch aufgefallen, dass Sie heuer auch in ein Feld gehen, was nicht so leichte Kost zu bieten scheint. Es ist schräg, es ist jatzig, es ist etwas Neues. Ich starte einen Versuchsballon und ich hoffe, dass der so startet, dass er weitergehen kann. Es sind eigentlich zwei Versuchsballöner, wie der Herr Kordl sagt. Gerade das Schräge, das ist eine Avantgarde-Geschichte, wo ich wirklich schräge Vögel aus der Szene nehme, die kaum bis nicht bekannt sind. Und denen gebe ich ein Forum im Rahmen eines Avantgarde-Brunch, wie wir sagen, wo ich hoffe, dass das angenommen wird, weil das ist ganz was anderes. So was hat man noch nie im Fernsehen gesehen und nicht einmal in Ö1 gehört und da hört man viel. Das Zweite ist, was ich auch übernommen habe und auch als Fixeinrichtung haben möchte jedes Jahr, denk in Ips, hast du das, da sind zwei Gäste, der Gary Seidel und die Nadia Mallet und da wird ein Abend mit Pause, mit Talk, mit Tanz, mit Kabarett spielen, mit Singen, eine Band wird auf der Bühne sein, und da kann ich die Leute nur herzlich dazu einladen, dass sie sich das anschauen, weil das ist wirklich einzigartig und wird sonst nicht mehr geben. Es wird dann nächstes Jahr, so hoffe ich, das gleiche Format mit anderen Gästen geben und irgendwann einmal zeichnet es vielleicht auch der ORF wieder auf. Bei der Ipsiade kann ich mir von zu Hause quasi die Karte mitnehmen. Ja, also ich muss nirgends hingehen, ich muss zu keiner Bank gehen oder zu sonstigen Kartenvorverkaufsstellen. Ich kann auf die Ipsiade-Seite gehen, kann schauen, für welche Veranstaltungen es noch Karten gibt, welche Sitze frei sind. Die kann ich mir dort aussuchen und gleich ausdrucken und zahlen. Das kann ich gleich alles in einem. Ich muss nirgends hingehen und komme mit einer reservierten Karte und einem reservierten Platz zur jeweiligen Vorstellung. Wobei man schauen muss, es gibt also Vorstellungen in der Halle, in der Stadthalle Ips und auch im Babenberger Hof natürlich, wo zum Beispiel Chris Lohner zugange ist, auf die ich mich besonders freue.